Recht herzlich willkommen zur 68. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir haben letztes Mal schon die Rakete hingestellt, aber ich habe da noch mal ein paar Kommentare vom Drallo gelesen und der stand doch ganz klar drin, dass ich da noch was verbessern muss. Und zwar nicht einen Tank mehr, sondern zwei Tanks. Das wollen wir doch mal dann machen. Rescue, wo ist er? OP Guda, Rescue Launch Rocket. Die müsste es sein. Und das heißt, da unten muss noch einer zwischen. Das heißt, ich muss hier mal höher machen. Und dann muss ich da tiefer machen. Noch einen Tank dabei holen. Ne, da sind wir wieder falsch, wie immer. Da dran, passt. Da dran, na, passt. So, kleinen Tacken tiefer das Ganze. Und dann muss ich rauszoomen. Wenn ich das da unten sehe. Und da ist es schon zu tief. So, passt es. Dann hatte er auch geschrieben, dass ich nicht rumzoomen, sondern reinzoomen. Das Thermometer. Beziehungsweise hier das vielleicht höher setzen sollte. Ich setze es mal hier auf dieser Seite unter den Batterien. Das kann ja nicht schaden. Ne? So, und das passt dann. Gut, haben wir gemacht. Das ist oben alles dran. So, Staging ist auch noch verkehrt, stand da. Gleichzeitig starten. So, dann haben wir... Gehen wir erstmal runter, dann sehen wir das auch, ne? Das startet... Nee, das ist falsch. Das ist falsch. Das ist es. So, jetzt. Der startet mit denen zusammen, das passt. Hier muss ich gucken, dass wir da passend Schub haben. war das. Passt. Gut, der geht ab. Dann gehen die ab, weil das leer ist. Danach ja, zoomen wir mal raus. Danach geht das ab, ist klar, hatten wir gerade. Dann der ab und dann geht es damit weiter. Ja, jetzt passt es, glaube ich, auf jeden Fall. So, wir haben jetzt zwar nicht dieses Heck, sondern das Okta, aber das sollte damit auch gehen, hat man mir gesagt, ne? Werden wir wohl dann hinkriegen. So, Staging passt. Dingens haben wir umgesetzt. Thermometer, er kann raus und rein, haben wir getestet. Wir müssen jetzt nur gucken, dass keiner drinnen sitzt. Empty Seat ist dann richtig. Potke wäre schon fit dafür. Also das Dingens. Ja. Ja, hier die Markierungen sind 0, 90 und so weiter. Sollte man demnächst besser bauen. Muss ich auch noch drauf achten. Habe ich jetzt nicht. Ich glaube, hier bei der Luke ist, glaube ich, 0. Das heißt, ich müsste eigentlich... Ach komm, wir machen es gerade noch. Das ab. Ah, das hat jetzt schlecht geklappt. Das. Sieht jetzt nicht so unbedingt. So sieht es nach 90 Grad aus, oder? Ja, passt. Aber ich muss die Finnen erst da dran machen, weil die brauche ich viermal. Und das passt dann so auch. Und das kommt dann. Da dran. Zweimal ist ausgewählt, ja. Und das ist dann auch super. Symmetrisch. Passt. Sieht gut aus, oder? So, sollte funktionieren. Jetzt haben wir hier natürlich auseinandergebastelt. Müssen wir nochmal checken. Die drei starten alle zusammen. Das ist richtig. Der sprengt dann ab. Der dann ab. Passt auch. Und das hat sich geändert. Ah, da hätte ich sofort gucken können, ist hier gesehen, ne? Nein, hat sich nicht geändert. So, nochmal rüber gucken. Es ist immer noch keiner drin. Und das würde ich sagen, können wir dann eigentlich starten, ne? Gut. Auf geht's. So. Sind wir auf der Rampe. Es ist niemand drin, das ist schon mal gut. Rakete steht. Wir geben vollen Schub. Wir
machen das SAS an und dann kann es losgehen, oder? Noch eine Idee, die ich vergessen habe? Ich glaube nicht, ne? Können wir gerade die Karte schon mal ausrichten. Rescue. Ready to launch. Ach, da ist es. Martha's Kapsel. Gut, dann müssen wir da hin. Und dann schauen, wie wir es hinkriegen, ne? Das wird sicherlich schwer genug sein, würde ich sagen. Gut. Also der Schirm muss zwischen 12.000 und 6.000 ausgemacht. Und Geschwindigkeit ist dann auch noch entscheidend, okay. Da ist eine Flagge. Achso, wir könnten jetzt schnell nochmal gucken. Bevor wir starten, schauen wir gerade nochmal ins Space Center rein, einfach aus dem Grunde, weil wir da vielleicht noch irgendwelche Aufträge haben, das hatte der Dralo auch geschrieben, dass wir da, sag schon, irgendwas mit Flyby und sowas haben. Ja, dieses hier zum Beispiel, ne? Wir wollen ja nochmal zum Mond hin, so ist ja nicht, können wir rein theoretisch annehmen. Ja. Da ist noch einer am Munden, den wir das ist ganz schön viel hier, ne? Ich ziehe den aber noch rein. Und Rescue Yota Kerman from Orbit of the Moon. Das können wir auch noch reinziehen. Position Satellite in the Equipment. Ne, das wollen wir nicht machen. Das Minimus ist jetzt auch nicht jetzt. Obwohl, das wäre ja auch machbar, um die Science zu kriegen, hat man gesagt. Ich glaube, das ziehen wir auch noch mit rein. Position Satellite in Equatorial Orbit of the Moon. Kerbin. Ich glaube, das machen wir mal anders, aber jetzt nicht. Das lassen wir erst so. Gut. Startrampe. Go to Rescue to Launchpad. Ja. So, und damit sind wir schon unterwegs, denke ich mal jetzt. Da heben wir jetzt mal ab, bis wir einen Orbit haben. Gut, los geht's. Da müssen wir nochmal wieder Power geben. Karte, ist die noch richtig? Nein, die ist auch nicht mehr richtig. So, und dann geht's los. 3, 2, 1, go! So, auf geht's. So. Gucken wir zu, dass wir in Orbit kommen, ne? Praktisch aus, oder? Jetzt kriegen wir schon Geschwindigkeiten. Zusatztanks ab, die waren alle. So, Höhe 40.000. Ich glaube, wir können noch mehr einschwenken jetzt. Luftwiderstand ist weg. 60.000. Ich glaube, wir gehen ganz viel rum. Da haben wir schon erreicht. Jetzt können wir waagerecht. So. Das sollte einigermaßen klappen. Mal schauen.
weit wir kommen, ne? Ja, das wird schon hier relativ groß, ne? So, da können wir die nächste absprengen. Und hier ist kein... Achso, wir müssen nochmal, damit das Triebwerk läuft, alles klar. 87.000, das ist schon verdammt groß. Ich glaube, wir müssten jetzt eigentlich gucken, dass wir erst aufholen, ne? Machen wir erstmal, dass wir da hinkommen und dann wieder Gas geben, sonst wird das alles viel zu groß. Naja. Okay. Da müssen wir hin. Wo ab hier? Und dann geben wir wieder Gas, ne? Schneller das Ganze. So, jetzt sollte sich das auch ergeben da. So, der kommt schon. 93. Steigt jetzt nicht mehr. Jetzt sind wir am passenden Punkt. Fällt jetzt auch zum Glück ein bisschen. Ist auch nicht schlimm. Wir sind ja schon zu weit hier raus. Aber das wird sich schon mit der Zeit noch ergeben. Jetzt brauchen wir die Periapsis, ne? Dann ist es schon. Und stopp. So, was haben wir hier? 92, da hinten haben wir 97, ist schon ein bisschen groß. Ist aber nicht schlimm, weil wir müssen ja auch noch zusehen, dass wir hier auf eine entsprechende Position kommen, hier einholen. Dafür müssen wir nachher mal gucken. Wir haben jetzt den großen Kreis. Ich glaube, dann sind wir schneller unterwegs, wie wenn wir einen kleineren hätten. Das heißt, wir würden jetzt momentan aufholen, wäre nicht gut. Wir müssten eigentlich eher umgekehrt kleiner werden, ne? Dass wir unterhalb der Bahn von Martha sind, die mit 86.000 hier lang fliegt. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das da hinten. Machen wir einen Warp hier hin. Dann machen wir da die Retour, also drehen uns umgekehrt, dass wir rückwärts sind. Und dann machen wir da die Bahn kleiner auf der anderen Seite allerdings. Ein bisschen drehen, damit wir sehen. So, jetzt machen wir da hinten kleiner, dass wir unter 86 auf jeden Fall sind. Ich würde mal sagen, wir können auch noch 75 machen. Gut. Und dann müssen wir hier die Seite kleiner machen. Dafür müssen wir natürlich... Ah, geht auch von hier, ne? Warp hier. Kriegen wir auch hin. Und dann müssen wir da hinten auch kleiner werden, damit wir den Abstand verringern. So. Jetzt müssen wir hier ausrichten passend. Ich glaube, das ist jetzt falsch rum. Ja. Zu schnell, zu weit. Gut, und dann dort Schub geben, dass wir das verringern. So, jetzt sind wir auf jeden Fall kleiner. So. 75, 75, fast identisch. So, und jetzt sollten wir eigentlich die Dame hier, set as target. Achso, da müssen wir auch noch vielleicht andere Korrekturen vornehmen, ne? Hier eine 0 reinbringen zum Beispiel da. Da sind wir jetzt aber auf der falschen Seite. Aber wisst ihr was, das machen wir dann in der nächsten Folge ausrichten, dass wir passend dahin kommen zu der Dame, um die abzuholen. Ich glaube, ich habe das jetzt soweit
richtig, dass wir da langsamer werden. Und dann müssen wir noch ein bisschen ausrichten, ein bisschen gucken, ne? Ja, sieht wohl so aus, dass wir dann, dass sie dann aufholt. Distanz wird, denke ich mal, kleiner, ne? So. Ist genau umgekehrt, wie ich gedacht habe, ne? Man muss doch schneller fliegen, um nicht runterzufallen. Hm. Dumm gelaufen. Was sagt der Sprit? Ja, der ist aber reichlich da, das dürfte nicht das Problem sein. Dann müssen wir gucken, dass wir vielleicht doch wieder größer brennen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.